diesem Video geht es um die schiefe Ebene. So bezeichnen Physiker die Situation eines Körpers auf einer Rampe oder einer abschüssigen Straße. Ich erläutere zunächst das Grundprinzip mit Hilfe einer Handzeichnung, so dass wir erkennen, wie die dazugehörigen Kräfte, die Hangabtriebskraft und die Normalkraft, aus der Gewichtskraft entstehen. Danach führe ich die Zeichnung mit GeoGebra exakt durch. Das hat den Vorteil, dass ich dann mit Gewichtskraft und Winkel spielen und dabei direkt sehen kann, wie sich die Konstruktion verändert. Ich zeichne also zunächst mal eine schiefe Ebene mit dem Neigungswinkel Alpha. Darauf liegt jetzt ein Körper, ich zeichne ihn mal als Kreis. Das kann eine Kugel sein oder ein Zylinder, von mir aus auch ein Mann auf dem Fahrrad, egal. Das Objekt hat jedenfalls die Masse m. Nach den hoffentlich bekannten Gesetzen der Physik kann ich daraus das Gewicht mit der Formel Fg gleich m mal g ausrechnen. Das Gewicht ist bekanntlich eine Kraft und die zeigt senkrecht nach unten. Also kann ich dazu passend einen Kraftfall zeichnen. Ich muss nur vorher einen Maßstab festlegen. Etwa 1 Newton entspricht 1 Zentimeter oder 100 Newton entspricht 1 Zentimeter, je nachdem wie groß die Gewichtskraft ist, sodass ich vernünftig zeichnen kann. Wichtig ist, dass ihr den Fall hier nicht am Boden der Ebene enden lässt, sondern seine Länge passend zur Stärke der Kraft zeichnet. So, das ist dann also Fg. An der schiefen Ebene wird die Gewichtskraft in zwei Teilkräfte zerlegt. Eine parallel zur Ebene und eine senkrecht dazu. Wie groß die Teilkräfte sind, weiß ich noch nicht. Daher zeichne ich hier erstmal nur gestrichelt Halbgeraden ein. Die Kräftezerlegung ist die Umkehrung des Zusammenwirkens von zwei Kräften mithilfe eines Parallelogramms. Das heißt, wir suchen ein Kräfteparallelogramm, dessen Diagonale der bereits hier vorhandene Vektor der Gewichtskraft ist. Sprich, die Diagonale beginnt hier und endet hier. Das Zeichnen wird aber schön einfach, denn die beiden Teilkräfte stehen senkrecht aufeinander. Und das heißt, das Parallelogramm wird zum noch einfacheren Rechteck. Also zeichne ich durch die Pfeilspitze Parallelen zu den bereits vorhandenen Halbgeraden. So. Und so. Tja, und damit weiß ich dann auch, wie lang die Pfeile der beiden Teilkräfte sein müssen. Sie gehen vom Schwerpunkt aus bis zu den Schnittpunkten der gerade gezeichneten Linien. Ich zeichne sie ein. Das ist die Hangabtriebskraft Fh, die den Körper dann parallel zur Ebene hinunterzieht. Und das ist die Normalkraft Fn, die den Körper noch gegen die Ebenenfläche presst. Dann muss ich nur passend zum Maßstab die Pfeilung wieder Kräfte umrechnen und habe die Aufgabe gelöst. Nun habe ich noch eine Vertiefung für Leute, die gegebenenfalls nach einer Formel zur Berechnung der Hangabtriebskraft suchen. Dazu muss ich unter anderem zeigen, dass der Neigungswinkel Alpha der Ebene auch zwischen den Pfeilen von Fg und Fn auftritt, also hier. Und das geht zum Beispiel so. Hier ist etwa ein rechter Winkel und hier ein Winkel, ich nenne ihn mal Beta, und ich betrachte das orange schraffierte Dreieck. Nach dem Winkelsummensatz gilt ja, dass Alpha plus Beta plus 90 Grad gleich 180 Grad ist. Und das kann ich dann leicht zu Beta gleich 90 Grad minus Alpha umstellen. Dann betrachte ich ein anderes rechtwinkliges Dreieck mit dem rechten Winkel hier, dem gleichen Winkel Beta und dem Winkel Alpha Strich unten. So, ich schraffiere das auch mal, auch wenn das jetzt etwas unübersichtlich wird. Die beiden Winkel Beta sind offensichtlich gleich groß, da Stufenwinkel an Parallelen sind. Aber es ist auch Alpha Strich gleich Alpha, wie man mit der Winkelsumme hier schnell erkennt. Es gilt Alpha Strich plus Beta plus 90 Grad gleich 180 Grad. Und daran sieht man eigentlich schon das Gewünschte. Und dann ist auch Alpha Strich gleich 90 Grad minus Beta. Und wenn ich für Beta den obigen Term einsetze, erhalte ich Alpha Strich ist gleich 90 Grad minus, in Klammern 90 Grad minus Alpha. Und das ist Alpha. Fertig. So, damit ist der erste Teil zur schiefen Ebene auch schon zu Ende. Ich habe noch einen zweiten Teil in Arbeit. Vielleicht ist er auch schon fertig, wenn du den ersten guckst. Da geht es dann darum, wie ich die Konstruktion mit Hilfe von GeoGebra durchführe. Wenn der zweite Teil fertig ist, dann habe ich ihn dort unten im Inhaltsverzeichnis auch mit einem Link versehen. An dieser Stelle war es das aber erstmal für mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.